Nur das bedrohliche Knarzen der Spalte stört deine Gedanken. Du wägst deine Optionen ab. Die Gegend untersuchen. Wenn man die Breite der Schlucht und die Position der Skelette in Betracht zieht, glaubst du, dass du mit einem gut platzierten Endhaken auf die andere Seite gelangen können müsstest. Den Haken richtig zu positionieren könnte zwar schwierig werden, aber der Wind ist nicht so stark, dass er deinem Versuch zum Überqueren der Schlucht gefährden würde. Ja, ein Enterhaken werfen. Der Mittelfinger ist ein großes Ziel, sitzt aber genau mit in den Winden, die drohen, das Seil und den Haken fortzuwehen. Derjenige, der den Haken wirft, braucht geschickte Hände. Wenn du darüber nachdenkst, wie schwer der Wurf ist, lässt der Wind plötzlich nach und wird zu einem etwas unheimlichen Murmeln, das tief unter dir leise flüstern zu hören ist. Dann lassen wir mal Sagani werfen. Sagani lässt den Haken vorsichtig baumeln und wartet auf den richtigen Augenblick, in dem die Winde kurz nachlassen. Als der Moment gekommen ist, zu seinem Schein schwingt Sagani den Haken nach hinten und setzt zum Wurf an. Als Sagani gerade loslassen will, schießt sein Luftschuh aus der Schlucht. Sagani zuckt und wirft den Haken im falschen Winkel. Er knallt mit einem krachenden Geräusch gegen die eisige Elle des Skeletts, auch wenn der lauthörende Wind das Geräusch fast übertönt. Sagani zieht das Seil schnell aus der Tiefe, um den Haken zurückzuholen. Dann nochmal. Dann machen wir es selber. Okay, auch nicht. Kann er? Manier? Dann weggehen. Let's see what lies this way. Okay, hier kommen wir nicht rein. Über die Hand. Wir haben halt niemanden mit einer hohen Gewandtheit. Da gucken wir uns doch den anderen Weg mal an. Oh, and if I find something good, you can have half. Also hier ist der Haupteingang, durch den wir nicht reinkommen. Ja, den da will ich hinterherlaufen. What interest would our quarters hold? Our quarters aren't the worry. It's our brothers and sisters below. So, die gehen jetzt auch weg. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Also nee, auch hier kommen wir nicht weiter. Geht ihr beide jetzt da lang wieder oder geht ihr in die andere Richtung zurück? I'm here. I'm here. Lead the way. Will do. Yes? Yes? Ready, Watcher. Ich suche nach dem Ausgang. Nein, ich will doch keinen Kampf mit denen. Das ist Autosave, Autosave. Hier ist mein Quicksave. Lügen wird mich nicht weit bringen, denke ich mal.
At once. Hard to imagine a whole sect living out here. But I guess that's the point. Quietly now. What interest would our quarters hold? Our quarters aren't the worry. Ready, Watcher. It's our brothers and sisters below. Sure. Schicken wir dann mal erst Sagani durch. Wurde Sagani gerade gesehen und ignoriert? Ein kupferner Glanz leuchtet in den Farben des Regenbogens. Ah, hier oben kann ich lang. Denke ich mal. Nöp. Hat Sagani eigentlich gerade was an, was ihre Gewandtheit? Trägt Alof was? Dann laden wir nochmal neu, dann müssen wir nicht hier wieder durchschleichen. Dann gehen wir nochmal zu dem... zu der Hand. Geben Alof das Gewandtheitsteil, was Sagani gerade trägt. Und lassen Alof werfen. Mit 21 Gewandtheit würde er ja treffen. Absolutely. Hard to imagine a whole sect living out here. I'm on the trail. Yes, that's the point. I should not have peered over the edge. I could see no bottom. Ha! Huh. Perhaps if you pray, the lady will allow you to forget. Also, was trägt sie nochmal? Was? Wahrnehmung. Gewandtheit, genau. Jetzt müsstest du eine Gewandtheit von 21 haben, genau. Ganz ehrlich, können wir was? Was Gewandtheit? Das macht plus 2 Gewandtheit. Das Blöde ist, wir können ja nicht auf unser Dings zugreifen. Ich wette, wir haben hier mindestens eine Rautei Süßpastete. Nö, haben wir nicht.
Ja, Venusresonanz. Wir haben jede Menge Fallen. Wir versuchen es erstmal so. Mit 21 Gewandtheit. Ja, Gegend untersuchen, Enterhaken werfen, Alof. Alof wirft den Haken genau im richtigen Moment, als gerade keine chaotischen Windstöße aus der Schlucht aufsteigen. Der Haken fliegt über mit einer seltsamen Kurve durch die weite, unruhige Luft. Das daran befestigte Seil beschreibt eine bizarre Spirale. Trotz der ungewöhnlichen Flugkurve segelt der Haken schließlich über den Mittelfinger und das Seil windet sich sicher um den gefrorenen Knochen. Alof zieht zweimal dran, um sich zu überzeugen, dass der Haken nicht abrutscht. Über die Schlucht schwingt. Du packst das Seil mit festem Griff und schwingst dich über die Schlucht. Obwohl der Wind stark weht und die gewaltigen, eisbedeckten Finger beängstigend knarzen, erreichst du sicher die andere Seite. Du stehst am Rand einer Schlucht, die du mit Hilfe eines Enterhakens und einer günstig gelegenen, riesigen Skeletthand überquert hast. So, dann kann Alof seine Schuhe wieder haben und Sagani ihre. Yes. Und wir gehen nach drinnen. I'll see what's ahead. Tagebuch wurde aktualisiert. Die Abtei wird von undriten Mönchen streng bewacht. Ich muss sie erledigen oder mich an ihm vorbeischleichen. Ich bin einem Söldner begegnet, der von einer Gabenbringerin als Eskort angehört wurde. Er glaubt, dass es mehrere Wege in die Abtei gibt. Er sagte, seine Herrin habe unter einem zerbrochenen Bogen mit einigen Wachen gesprochen, die sie hätte passieren lassen. Die Abtei ist riesig. Ich muss herausfinden, wo sich das Reliquiar aus der Erinnerung der Undriten befindet und dann hineingelangen, um diese Armee aufzuhalten. Kaoto, der Abt, der in der Vision mit den Undriten gesprochen hat, scheint zu wissen, wie man es betreten kann. Certainly. Halle des Schweigens. Oh, hier sind sogar Leute im Eis eingefroren. Hier ist eine Essenz. Eine schwache Spur Essenz schwebt in der kalten Luft der Höhle über einem Skelett, das halb im Eis gefangen ist. Nach der Essenz greifen. Du lässt die Essenz deine Seele umschließen. Erinnerungen breiten sich in einem dünnen Nebel unter dir aus. Blass und zerrissen. Ihre zerstreuten Fragmente schweben wie Staubkörner im Zwielicht. Du betrittst eine längliche Kammer. Die Steine ihrer unterirdischen Mauern glänzen noch immer nass vom Flutwasser. Eine Hand legt sich auf deine Schulter. Du hörst sie flüstern. Atrek, ich will nicht hinsehen. Die Erinnerung verschwindet und du siehst nur noch einen Stein. Du starrst ihn an, nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt. Deine Finger beschreiben Kreise darauf. Sie bohren sich in das Moos, das auf dem verwitterten Stein wächst. Du weißt nicht genau, wie lange du ihn schon berührst. Vielleicht hast du das schon immer getan. Ein Schrei lässt dich zusammenzucken. Er hallt wie Donner durch die Gänge wieder. Du spürst einen Schmerz in deinen Ohren, der sich wie ein gewundener Dolch tief in deinen Kopf bohrt. Du fliehst, andere fliehen, du kennst sie nicht, du kannst dich nicht an sie erinnern, aber irgendwie findest du Trost in ihrer Anwesenheit. Ja, sie werden dir gegen die Schmerzen helfen, ihr werdet den Lärm töten. Der Zorn der Erinnerung verblasst und nun sitzt du auf Stufen, die in Fels geschlagen sind. Dutzende von Skeletten liegen unter dir unter gefrorenem Wasser. Ihre stummen Kiefer stehen offen. Aber was ist das? Ein tiefes Grollen, sprudelnd, rauschend, ohrenbetäubend. Du wirfst gepeicht den Kopf zur Seite und siehst es. Das Wasser, das die Gänge entlang stürzt und dich in einem schwalweißen Schaums übermannt. Du fällst um und öffnest den Mund, um zu schreien, doch deine Kehle füllt sich mit Wasser.